Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Nerim. Das ist auch mittlerweile tatsächlich schon die 91. Folge und wir nähern uns stetig der 100. Und beim letzten Mal haben wir hier in Arctvent aufgehört, nachdem ich da ein wenig ausgiebigere Erkundungstour vorgenommen habe. Und ich hatte ja gesagt beim letzten Mal, dass wir hier weitermachen mit der Hauptquest. Aber eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich offscreen tatsächlich noch die ganze Insel hier auf den Kopf gestellt und habe noch zwei Sachen gefunden. Ihr werdet das nicht glauben. Wir waren schon so nah dran, ne? Also so krass. Und zwar sind hier... Ach, Kim, grüß dich. Zwei Kisten, die wir übersehen haben. Es ist so krass. Also, ich weiß nicht, gefühlt bin ich bestimmt 20 Mal dran vorbeigelaufen. Mega die guten Sachen. Und ich kann euch schon mal sagen, Trommelwirbel, ich habe recht behalten. Hier ist ein magisches Symbol, Leute. Ich kann euch sagen, das war richtig hart, das zu finden. 48 von 100, ey, fast die Hälfte schon. Also ich will nicht lügen, aber ich habe, ich glaube, nach 2,5 Stunden aufgehört, auf die Uhr zu gucken. Ich habe auch schon richtig abgekotzt zum Schluss. Also der Frustfaktor war dann schon relativ hoch. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ja, das war eine intuitive Sache einfach. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Also was so magische Symbole und so angeht. Schaut mal, wir haben hier Eispranke gefunden, Winnwurz, Feuerfunke tatsächlich nicht. Das kann aber sein, dass ich den vielleicht übersehen habe. Oder haben wir hier einen Feuerfunken gefunden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich habe ja auch leider ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und nachdem wir das alles gefunden haben, weiß ich nicht, konnte ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier kein magisches Symbol ist. Weiß ich nicht. Jedenfalls war ich eigentlich kurz vorm Aufgeben und bin dann da irgendwie auf den Felsen rumgekraxelt und dann halt in diese Felsspalte da reingefallen und hab es dann entdeckt. Also ich habe auch nur so gedacht, unglaublich, die Freude war natürlich riesig dann. Ach Kim, kommst auch mal? Ja. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh Mann, Alter, wieso kann ich denn hier nirgends abkürzen, ey? Ah, es regt mich gerade schon auf. Ja, und umso größer war natürlich dann die Freude. Ah ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wie gesagt, umso größer war natürlich dann die Freude über das doch noch gefundene magische Symbol. Ja, und das hat mir natürlich wieder einmal gezeigt, dass sich ausgiebiges Suchen einfach mega lohnt. So, und jetzt bin ich gerade am Überlegen, hatte Kim nicht hier beim letzten Mal schon gesagt, das ist der Turm. Oder bin ich jetzt blöd? Nee, das muss da sein, ne? Dann muss das doch noch dahinter sein. Ja, das zu dem Thema. Dann war das da tatsächlich. Ja, und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Na ne, da kommen wir nicht rein. Ey,
sag mal, ist das denn heute die Möglichkeit, ey? Wie dumm kann man sich denn schon wieder anstellen hier? Oh, da habe ich mir auch wieder den dümmsten Tag hier ausgesucht zum Gaming, ey. Also sowas Verpeiltes heute schon wieder, ey. Meine Fresse, ey. Wie kann man so blöd sein jetzt hier schon wieder, ey? Also, Mann, komme ich hier nirgends hoch, ey? Gibt's das denn? Oh, ey. So, jetzt erzählt er mir hier wieder was und ich höre nichts, weil er sich wieder irgendwo verfriemelt hat, ey. Ein Glück ran hier. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Da finden wir die Silberplatte. Ich glaube, es ist besser, wenn wir so schnell wie möglich wieder beim Schiff sind. Dieser Ort ist so einschüchternd. Ja, den ersten Satz, den haben wir jetzt leider nicht gehört. Aber der Turm von Stormwind haben wir entdeckt. Ach, das ist da? Ich habe gedacht, das ist da. Hä, das ist ja hier Meer. Hä? Was ist denn da oben? Muss ich jetzt nicht raffen, oder? Ach, das ist denn hier, oder was? Hä? Hä, das ist jetzt... Ach, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja gut, wo da dieser zentrale Punkt denn ist, vielleicht ist das, wenn wir da durch das Tor gehen oder so. Puh, ja, Kim hat auf jeden Fall nicht Unrecht. Der Turm muss tatsächlich mal riesig gewesen sein. Ah, geil, hier komme ich sogar durch. Ist ja witzig. Ja gut, dann lasst uns hier nicht weiter Zeit verlieren. Gehen wir hinein. Schnell nochmal speichern. Ich bin ja echt schon ein bisschen nervös. Wo ist er denn schon wieder, sag mal? Der hat auch ein Talent dafür, sich irgendwie zu verfranzen, ne? Da ist er wieder. Na, ja, dann komm mal mit. Haha. So, hier saß er denn also in seinem Turm. Was gibt's denn? Nö, das wollte ich gar nicht. Also, wollte eigentlich nur aufstehen. Er kann ja nur hier weitergehen, ne? Oh, was? Leiter, Ruine des Sturmwindturms. Naja, dann machen wir das mal, ne? Willkommen in meinem Reich, Schattengeborene. Wer war das? Hallo? Wer ist da? Nur keine Panik. Lasst eure Waffen stecken. Ich habe nicht vor, euch etwas anzutun. Natürlich fragt ihr euch, wer ich bin. Genannt werde ich der gefallene Erzeraf. Der ehemalige Kriegsmarschall derer, die ihr Menschen als Götter bezeichnet. Und der nun von eben jenen verachtet wird, obwohl er so viel für sie getan, so viel für sie geopfert hat. Ich bin Arkt. Oh, und ihr denkt richtig. Arkt und Arktwend, da gibt es in der Tat einen Zusammenhang. Denn dies ist mein Reich, und ihr seid gerade ins Allerheiligste eingedrungen. Ich weiß nicht, welches Ziel ihr verfolgt, wenngleich ich bereits eine Vermutung habe. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, euch aufzuhalten. Nur ein Wort der Warnung. Wagt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr das vorhabt, was ich glaube, wenn ihr die Silberplatte der Lichtgeborenen sucht und sie benutzt,
dann könntet ihr euch mächtige Feinde machen. Aber schreitet fort. Ich denke, euer Handeln kann am Ende Gerechtigkeit in der Welt bewirken. Auch wenn ihr das in diesem Moment selbst noch nicht seht. Ich glaube an euch. Schreitet fort. Okay, Leute. Was geht denn hier ab, Alter? Sagt ihr noch was? Wie unheimlich. Wir müssen weitergehen. Aber bitte, sei vorsichtig. Ja, du auch, ne? Ich bin ja nicht allein unterwegs. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich gerade sagen. Ich mache hier nochmal einen Hard-Safe, man weiß ja nie. Es ist auch alles so dunkel hier, ne? Sieht hier auch alles irgendwie so nach Falle aus. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Genau, wir können nach rechts, nach geradeaus. Und hier geht's nicht weiter. Okay, hier ist nur so ein Raum. Genesungstrang, allgemeiner Seelenstein. Das blendet übelst. Bin der Meinung, das haben wir schon gelesen. Die Verbannung des Ark. Oha, 14 Seiten, Leute. Das gönnt euch. So. Ich werde mir das dann später durchlesen. Es ist doch recht interessant, Verbannung des Ark. Gut, dann kann es ja nur hier weitergehen. Alter Schwede, wie groß war das denn hier bitte? Und wo sind wir jetzt? Ist mitten im Meer, theoretisch. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ist eigentlich ja nur das Licht ausgegangen. Puh. Wie immer gut umgucken hier, man weiß ja nie. Aha. Ich glaube, das ist die schon, die Platte. Ziemlich viele Gefallene da drüben. Ja. Schau doch! Das muss die Silberplatte sein. Wir haben es geschafft. Jetzt aktiviere sie schnell, damit wir wieder von hier wegkommen. Das ist ja auch interessant, dass da oben Licht ist. Ja, Kim, nun warte mal. Ich werde mich erstmal hier umgucken. Man weiß ja nie. Na, hier ist das... Was weiß ich? Kann man das nicht mehr erreichen hier oder so? Oh, wie dunkel denn? Oh, was? Ah, ich hätte schwören können, dass die jetzt aufstehen. Eine Karte? Oh, nee, dann machen wir mal schnell das Licht wieder an. Joa, nehmen wir alles, ne? Boah, was war denn hier bitte los? Ey, ich fass es nicht.
Gut. Oder auch nicht. Machen wir weiter. Ja. Okay, ich mache hier vorne nochmal einen Hard Save. Man weiß ja nie. Ja, Leute, ne? Und dann auf ins Abenteuer. Ich bin gespannt. Ich kenne euch nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier tut. Aber in eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Ganz gleich, warum ihr dies macht. Es war eine brillante Idee. Abgesehen von meinen Wächtern seid ihr das erste menschliche Wesen, das ich seit über 1000 Jahren zu sehen bekomme. Sagt mir, wie steht Baratheons Krieg gegen die Götter? Haben er und Mersul die Schlacht noch gewonnen? Krass, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was? Das ist dieser Narazul Aranteal. Ja, habe ich mir ganz anders vorgestellt, den Typen. Und der war erstmal 1000 Jahre im Kerker. Und ja, er hat nichts mitgekriegt, ne? Es ist ungefähr so, als wäre man ein paar Jahre im Koma. Die Welt dreht sich ja weiter. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, Baratheon, der hat dich ganz schön hintergangen, würde ich mal sagen. Nicht? Was ist mit ihm passiert? Er lebt doch noch, das spüre ich. Ja. Wie bitte? Er hat den Krieg beendet und sich feige nach Nerim zurückgezogen, damit er dort seinen eitlen Herrscherdurst stillen kann? Dieser törichte Narr. Er hat mir die Treue geschworen. Ich habe ihm befohlen, den Kampf gegen die Götter weiterzuführen. Und dieser Feigling wagt es tatsächlich, meinem Befehl zu trotzen, kaum dass ich gefangen genommen wurde. Eigensinniger Verräter. Was muss nur alles geschehen sein in den Jahrhunderten meiner Gefangenschaft? Verblichen sind die vergangenen Zeiten, als Menschen und Aterne noch zusammen zu den Waffen griffen und den Mut hatten, gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen. Gemeinsam. Nerim hat wohl den Glanz von einst endgültig verloren. Baratheon, dieser Narr, hat beide Seiten verraten. Gut, ich habe ihn wohl unterschätzt. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal zu begehen beabsichtige. Wenn ich eines Tages hier herauskomme, werde ich an Baratheon ein Exempel statuieren, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Nun allerdings wird er erst einmal alarmiert sein. Wir sind durch einen Schwur miteinander verbunden und er wird bemerken, dass jemand Kontakt zu mir aufgenommen hat. Doch sprecht, wer hat euch geschickt? Mersul? Bitte sagt nicht, dass auch er unsere Sache verraten hat. Krass. Also wir wissen jetzt erstmal, dass er auf jeden Fall schon mal ein Exempel statuieren wird an dem anderen Knecht. Und ja, jetzt hat sich auch die Frage geklärt, ob Baratheon Baratheon ist oder Baratheon Baratheon ist. Baratheon heißt Baratheon. Das hat sich bestimmt gerade richtig seltsam angehört. Und ja, ich glaube, wenn wir zurück sind, falls wir überhaupt zurückkommen, wird es Ärger geben, weil der andere das ja irgendwie spürt, oder? Gut. Und deshalb seid ihr wohl hier. Ihr wollt wissen, wo genau sie mich festhalten. Leider weiß ich dies nicht im Geringsten. Ich vermute unter einem See oder unter dem Meer, denn es ist sehr feucht hier unten. Aber das wird euch wohl kaum weiterhelfen. Doch hört zu, ich will euch alles sagen, was helfen kann, mich zu befreien. Diese Götter haben eine magische Barriere um meine Zelle errichtet, die verhindert, dass hier drinnen Magie gewirkt wird. Eine Vorsichtsmaßnahme und leider funktioniert sie. Die Barriere wird von einigen Seraphim aufrechterhalten. Wenn Mersul mich hier rausholen will, müssen diese Seraphim sterben, damit der Schutzzauber durchbrochen wird und ich meine Kräfte wieder gebrauchen kann. Und wer ist das? Arkt, bist du das? Ja, Arantia, ich bin es in der Tat. Ich war neugierig, wen diese beiden hier mit der Silberplatte wohl herbeirufen würden. Und als ich sah, dass du es warst, konnte ich mich leider nicht mehr zurückhalten. Oh, Arkt, wie unverhofft, dich hier wiederzusehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ein kleines Unglück in deinem Land gab, gegen das du nichts unternehmen konntest.
Nicht einmal dein ach so großes Heer konnte dir helfen, was? Immer noch enttäuscht, dass dein Putschversuch gegen die Götter ausgerechnet an meinen Soldaten gescheitert ist? 1000 Jahre gefangen und immer noch voller Zorn. Der Zorn ist es, der mich hier unten am Leben erhält. Und ich werde hier herauskommen, Arkt, damit du ihn spüren kannst. Du hast mir damals alles genommen, was mir lieb und teuer war. Glaube ja nicht, dass ich das vergessen habe. Ach, du meinst das Mädchen? Diese unflätige Geschichte mit Selara, diesem naiven und einfältigen Ding. Sie war also alles, was dir je lieb und teuer war? Traurig für dich. Aber ich muss dich korrigieren. Ich habe sie dir nicht genommen. Das hast du ganz allein geschafft. Du abartiger Sohn einer Hure! Ich habe Celara geliebt und sie mich, bis du ihr diesen Unsinn eingeredet hast. Du hast sie gegen mich aufgehetzt. Das siehst du falsch. Ein Glanzstück an Hinterhältigkeit würde ich es du nennen. Du hättest Dinge haben können, von denen andere Sterbliche nur träumen können. Aber du wolltest mehr, immer nur mehr. Deshalb hat Celara dich verlassen. Und du, einfältiger Narr, denkst natürlich, alles Übel der Welt laste auf deinen bemitleidenswerten Schultern. Mir hast du sie auch genommen. Womit rechtfertigst du das? Womit rechtfertigst du, sie getötet zu haben? Du bist ganz allein daran schuld, was aus uns geworden ist. Ich, der verbannte Seraph, und du, der gebrochene Streiter für die Herrschaft der Menschen. Nur ein Idiot deines Ausmaßes würde mich als gebrochen bezeichnen. In mir schlummert Kraft und in mir schlummert Zorn. Und ich garantiere dir, dass ich beides nutzen werde. Genug jetzt. Berichtet Merzul, ich bin irgendwo unter der Erde gefangen und um mich zu befreien, müssen die Seraphim hier unten getötet werden. Das ist der einzige Weg. Ich werde die Verbindung nun abbrechen, damit mich diese widerliche Natter nicht vollends zur Weißglut treibt. Ich hoffe, ihr werdet Erfolg haben. Nun bin ich also doch noch in Erscheinung getreten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um euch noch einmal zu warnen. Narazul Arantheal ist gefährlich. Es gibt einen guten Grund, warum er weggesperrt wurde. Wenn er freikommt und seinen Feldzug gegen die Götter weiterführt, gut, es soll mir recht sein. Schließlich haben mich die Lichtgeborenen, also die Götter, nach der Schlacht gegen ihn verbannt und ich hege keine Sympathie mehr für sie. Arantheal ist mächtig und er könnte es schaffen, die Götter zu besiegen. Aber hütet euch vor ihm. Er hat nichts zu verlieren und er wird alles daran setzen, zu gewinnen. Er wird über Leichen gehen. Behaltet das in eurem Herzen. Und nun verschwindet aus meinem Land. Ich habe das Gefühl, dass ihr anderswo dringender gebraucht werdet als hier. Was? Was geht denn jetzt ab? Leute, Alter, wie geil war das denn? Also, die haben ja irgendwie einen richtigen Zorn da am, einen richtigen Streit am Wickel, wollte ich sagen. Und sind ja richtig zornig aufeinander. Weiß nicht, also, erster Eindruck, beide unsympathisch, beide. Der Narazul Arantheal, der scheint mir so ein bisschen überheblich zu sein. So ein bisschen eingenommen, eingebildet so. Das ist mein erster Eindruck. Und der andere, Arkt, sind ja beides Eterner auch. Das finde ich auch richtig witzig. Da fand ich das ein bisschen blöd, oder da fand ich das blöd, da fand ich es unsympathisch, wie der gesprochen hat. Irgendwas war da ja mit einer Frau und da hat er ja gesagt, ja, die naive Einfältige und so, weiß nicht, also, aber irgendwie habe ich das so verstanden, dass die irgendwas, irgendwie beide was mit der am Start hatten und der Narazul wohl seine eigene Freundin, Frau, wie auch immer, umgebracht hat. Ja, und ich weiß nicht, ich finde, wenn man, wenn man einen liebt oder so, oder mal geliebt hat, weiß nicht, ob man da mehr so schlecht drüber reden muss. Naja, aber wie gesagt, ist nur der erste Eindruck, schauen wir mal, aber eins noch. Alter, ganz ehrlich, wie geil sah bitte diese Rüstung aus von dem Arkt?
als Wummer-Mega-Eh, so ein Ding würde ich auch gerne haben. Aber kriegt man bestimmt nicht, aber das sah ja wohl Hammer aus, ne? So von der Erscheinung her, top, top. Quest beendet ins entvölkerte Land. Arkt teleportierte mich mit einem Zauber zurück nach Nerim. Okay, also war meine Vermutung nicht so dumm. Bruder unterstützt uns mit Defensivzaubern. Ihr beiden wendet Feuermagie an. Und du da vorne, wo kommt ihr denn auf einmal her? Das weiß ich auch nicht. Aber gut, wir können jede Unterstützung brauchen. Wir müssen uns zum Hauptgebäude durchschlagen. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Schlacht um Mittelerde oder was? Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanktum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir müssen alle ins Hauptgebäude zu Merzul, ansonsten haben wir keine Chance. Los jetzt! Wir gehen nach unserem Plan vor. Was? Je schneller wir im Hauptgebäude sind. Stopp mal. Das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Alter, hat sich das bewahrheitet, was der Typ gerade gesagt hat, dass Baratheon irgendwie eine Verbindung zu ihm hat und das jetzt erstmal hier schon spitz gekriegt hat, dass wir mit dem Anneln geschnackt haben? Was? Ich fasse es nicht. Jetzt werden wir hier angegriffen oder was? Oh, was? Für die Freiheit der Menschen! Für die Freiheit der Menschen! Oh, hier liegt alles in Schutt und Asche! Was? Alter! Ich werde mal hinterher, oder was? Oh, was? Alter! Nein, Mann! Jetzt geht doch nicht immer... Mann! Ja, erstmal looten. Was? Oh, einen konnte ich noch mitnehmen. Den anderen nicht mehr. Oh, nun lass mich hier hoch. Oh, wie viele sind hier denn, Alter? Oh, was? Oh, nein! Oh, 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 scheiße. Oh, oh, Friendly Fire. Nein! Oh, wie viele sind denn schon Was? Laturius? Oh, was? Wie viele sind hier denn schon gefallen? Hier steht alles in Schutt und Asche. Ich glaub das nicht. Oh, was? Ey, unsere Freunde, Alter, die sind alle hin. Letian. Muram! Was? Anna, Theresa, was? Die sind alle tot, auch die ganzen Schüler. Oh, Van Miria!
Was? Alter. Die sind alle tot. Meine sichere Truhe. Glaub das nicht hier. Leute. Guckt euch das an, die Sternwarte. Was? Ey, ich fass es nicht. Können wir überall nicht mehr rein. Oh, was? Oh, Leute, den Schock muss ich erstmal verdauen, ey. Alles zerstört hier. Ich glaube das nicht. Alter, damit habe ich ja im Leben nicht gerechnet. So viel passiert in der Folge. Leute, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich denke mal, ihr seid genauso überrascht wie ich. Wahnsinn. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen und ciao.